Frage auf, was bleibt den Ländern Afrikas denn dann übrig an Alternative? Sie können kein Öl mehr verkaufen, haben Sie gesagt. Dazu nur noch mal zur Erinnerung. Von den 11 Ländern, die ich genannt habe, die potenziell in Frage kommen als Standort für solarthermische Anlagen und oder als Transitland, sind gerade zwei welche, die im Moment noch Öl haben und es uns verkaufen. Das sind Libyen und Sudan. All die anderen sind keine Ölländer. Also für die gibt es hier nicht irgendwie eine neue Situation. Was können Sie machen? Es gibt eine sehr interessante Diplomarbeit, die ist neu rausgekommen, eines Gießener Soziologen, der hat sich flächendeckend mit Solarenergienutzung, Solarprojekten auf dem afrikanischen Kontinent befasst. Und der kommt zu dem Ergebnis, das ist der Thorsten Euler von der Uni Gießen, dass Großprojekte, die geplant sind oder auch nur angekündigt sind, ganz viele Kleinprojekte, die schon angedacht waren, zerschlagen. Er sagt, nimmt viele Beispiele und sagt, es gibt Länder gerade im südlichen Afrika, wo es sehr viele dezentrale, lokale, regionale Projekte gibt in der Solarversorgung und dann machen die Eliten mit einem deutschen oder einem französischen Konzern, ist jetzt egal, vereinbaren sie den Bau eines Kohlekraftwerkes und dann sind diese ganzen dezentralen Anlagen und Ideen hinfällig, weil dann ist natürlich, hat die Photovoltaikanlage dezentral keine Chance mehr, auch vom Preis her zunächst, weil auch die Anschubfinanzierung fehlt, verglichen zu dem nationalen Kohlekraftwerk. Er zieht da ganz viele Beispiele auf. Es gibt sehr viele Projekte, die nach Finanzierung schreien, wo die Bank für Mikrokredite in Berlin sofort Ihnen 20 nennen könnte und sagt, hier brauchen wir für dezentrale Solarstromversorgung in vielen afrikanischen Ländern einfach Anschubfinanzierung. Das sind für sich genommen nie Riesenbeträge, vielleicht ein paar hunderttausend, paar Millionen, aber für die Projekte ist es existenziell wichtig, und das ist mal weg. Es gibt ein entwickeltes, das weiß Herr Hoffmann wahrscheinlich auch, nicht nur die Kocher, die man heute benutzen kann, um Solarstrom zu nutzen, sogar wenn die Sonne nicht scheint, das ist eine Neuentwicklung, sondern es gibt ganze Solar-Home-Systeme, mit denen man, das ist eine Standardanlage, wo ein Haushalt von 4 bis 6 Familien versorgt wird mit Lampen, einem kleinen Fernseher, einem Radio und einem Handy. Die kosten zwischen 300 und 700 Euro, so eine Anlage. Das ist lächerlich. Aber das muss, also für uns ist es lächerlich. Aber für die Menschen, die das kaufen sollen, wollen, ist es eine Riesensumme. Braucht es Anschubfinanzierung. Und wenn man das so regelt, dass sie durch die eingesparten Stromkosten einen Kredit zurückzahlen, wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele Projekte dezentral, die nach Finanzierung, nach Mikrokrediten schreien, für die das Geld nicht da ist, obwohl die Kreditanstalt wieder auch bei uns im letzten Jahr die Kreditlinie für solche Projekte deutlich erhöht hat, von etwa 540 auf 617 Millionen Euro, ist alles richtig, nur der Bedarf wäre viel größer. Zweite Antwort, Geld, Schuldenfalle. Das sind natürlich die Rahmenbedingungen, unter der wir im Moment alles diskutieren. Und der Einwand trifft dann nicht nur auf so ein Großprojekt vielleicht zu, sondern trifft dann auch auf Stuttgart 21 zu. Das ist unter dieser Rahmenbedingung Schuldenfalle, die Sie genannt haben, genauso unmöglich. Aber ich denke, ich habe in meinem Beitrag doch versucht, deutlich zu machen, dass wir mit einem geringeren Einsatz als den hier konzipierten 400 Milliarden Euro mehr erreichen können. Dezentral, bei uns und für die Afrikaner. Und sogar einen höheren Grad, bei uns zumindest, auch an Versorgung mit Solarstrom erreichen können bis zum Jahre X, nämlich 100%. Das heißt mit weniger Geldeinsatz. Das wäre die Antwort, die relativ vernünftigere. Und letzter Punkt, Gefährdung. Also Sie können natürlich argumentieren und sagen, ein Solarkraftwerk irgendwo in der libyschen Wüste oder eine Hochspannungsleitung, die dann über 1000 von Kilometern läuft, lässt sich schwerer bewachen, weil es einfach mehr Raum ist, mehr offener Raum, als ein Atomkraftwerk bei uns hier in Grunde oder in Brockdorf. Das ist richtig. Ich würde trotzdem behaupten, das Gefährdungspotenzial für den angenommenen Fall terroristischer Anschlag, das war ja Ihre Frage, ist bei dem Atomkraftwerk auch bei uns viel, viel größer. Weil die Folgen viel, viel schlimmer sind, wenn so ein Anschlag auf ein Atomkraftwerk passieren würde, als wenn irgendwie vielleicht so eine Hochspannungsleitung in die Luft gejagt wird. Das ist zwar ärgerlich, dann fällt der Betrieb aus, aber da gibt es nicht die Folgenschäden wie beim Atomkraftwerk. Brauche ich, glaube ich,
nicht ausführen. Deswegen würde ich aus diesem Gefährdungspotenzial nicht ein grundsätzliches Argument dagegen machen. Das wäre für mich wirklich nicht mal ein Hilfsargument. Ich habe es angeführt selber vorhin, weil ich schon sehe, dass Regime oder autoritäre Regierungen das aber instrumentalisieren. Die Sicherheitsmaßnahmen, dass sie dann mein Militär dorthin stellen, um künftig so eine Anlage in der libyschen Wüste zu bewachen, so wie Herr Gaddafi das im Moment mit den Flüchtlingslagern macht. Und dann die Menschen, die dort leben, gerade auch die Beduinen, die dort ihre Lebensräume haben, behindert werden in ihrem Leben. Ne? So, dann wird aber praktisch der angeblich notwendige Bewachungsaufwand für diese solarthermischen Anlagen instrumentalisiert oder missbraucht, um die eigene Bevölkerung noch mehr zu kujonieren. Das war meine Sorge. Aber nicht die Sorge selber, dass hier eine zusätzliche Gefährdung wegen terroristischer Angriffe entsteht. Lassen wir noch eine kleine Fragerunde zu. Zeit gewinnt, dass man
Der Punkt ist, dass der Ansatz irgendwie schneller zu Wort kommt. Sehr verkürzt vorgelegt. Sehr schnell, auch manchmal. Ich habe eine Frage zwischen den Salzungenanlagen.